Hi Leute, der Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. Und ihr habt natürlich nichts verpasst. Ich setze hier Satelliten aus, wie gehabt. Du hast alles noch an Bord, was du brauchst. So viel Kampfdrohnen brauchst du nicht. Transferiert. Gehe zur Position. Genau, wir haben ja beim letzten Mal Bauaufträge angenommen. Ui, ein Xenon-Kuh. Andockerlaubnis erteilt. Da lass ich dir Marco hier nicht alleine. Der hat nämlich keine Chance gegen das Xenon-Kuh. Eingehende Nachricht. So. Stationseinstellungen verändern. Kristalle transferiert. Dann machst du eins. Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Och, dass der Xenon-Kuh jetzt ausgerechnet hier ist. Da kommt doch schon in meine Richtung. Jetzt muss ich erstmal hier die Satelliten fertig aussetzen. Eingehende Nachricht. Autopilot deaktiviert. Ah, nee, falsche Richtung. So, wo ist mein anderer Marco? Ach, der ist noch da, okay. Atmosphärentransporter. Du wolltest kaufen eine, ich glaube, eine Geschützturmfabrik. Geschützturmfabrik, genau. Wie viel Fracht hast du jetzt noch frei? Noch genug. Und jetzt brauche ich noch eine Telati Raketenfabrik Typhoon. Erstmal gucken, wo hier der Kollege ist. Der kommt schon in meine Richtung hier. Na gut, ich bin schneller wie der. Xenon Q. So, Typhoon. Wo gibt's. Ah, Profitminen. Gibt's eine Station? Raketenfabrik Typhoon. Moskitos? Eingehende Nachricht. Nee, gibt's hier nicht. Dann gibt es noch einen CEO's Geist. Raketenfabrik Typhoon. Ah, da ist er. No. 9,1 Millionen. Oh nein, da kriegst du ja nur 500.000. Na gut, okay. CEO's Geist. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Wie viele Energiezellen hast denn du noch? Okay. Ey, lass ja meine. Mein Zeug in Ruhe. Lass ja meine Satelliten und meine Drohnen in Ruhe. Jetzt schießt er schon da drauf. Guck an hier. Ah, der Sack. Da hab ich keine Chance gegen den. Da hab ich keine Chance. Okay. Stationseinstellung verändern. Das war jetzt die 66, ne? Dann dockst du jetzt an der 18 an. Ja. Da versaubeutelt mir jetzt hier meine Art. Das hätte ich. Da hab ich nicht aufgepasst, wo ich reingeflogen bin. Hab den nicht gesehen. Oh. Wie ärgerlich.
Wie ärgerlich. Naja, das ist nun nicht zu ändern. Mit Verlusten ist zu rechnen. Was machen meine Fabriken? Genau, 0, 10, 10, 10. Und dann holst du die ganzen Schilder ab und verteilst die mal dann zu denen. Wie viel hat denn mein Sonnenkraftwerk? Oh, der hat schon 162.000 Credits verdient. Und Kahuna-Fläche, Kahuna-Presse auch. Info. Sonnenkraftwerke erzeugen Energie. Was noch knapp 4.000 Energie, Kristalle, das reicht. Ja, die Xenon und die Karg, die sind natürlich immer aggressiv allen Völkern gegenüber. So, wie sieht's hier aus? 6, 3. In Bereitschaft, 3 Welten, 40 Minuten. Also. Na, das schaue ich mir mal noch an. Genau. Ja, jetzt müssen wir hier warten. Auch in der Zeit kaufe ich mir Skiron. Okay, dann kaufen wir uns jetzt ein Skiron. Boreas, ein Skiron. Wo bist du? Da bist du. Wie viele? Wie viele Schilde? 5 mal 200. Okay, habt ihr noch Schilde? Oh, perfekt. 200 Megajoule Schild. Installiert. So. Frachtscanner. Landekomp. Zielpunkt. Singularitätssprungantrieb. Triplex. Eingehende Nachricht. So, das brauche ich alles nicht. Waffen kriege ich ja gar nicht. Gelandete Schiffe. Hast du jetzt schon irgendwelche Waffen an Bord? Gar nichts. Was kannst du denn tragen? Stellt einen bedeutenden Fortschritt der OTAS in der Korvettenentwicklung dar, da die meisten Merkmale im Vergleich zum Vorgängermodell verbessert wurden. Plasmastrom, Energiepulskanone, Phasenrepetiergeschütz. Okay. Dann dockst du mal an. Moment, gibt's hier im Sektor irgendwelche Waffen zu kaufen? Schild, Torpedos, nein. So, noch. Lass mal gucken, okay. Heimat der Legende. Docke mal an. Es wird wahrscheinlich ewig dauern. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Name ändern. Du bist ein M6. Und du sollst sagen, wenn du angekommen bist. Autosprung, ja. Notsprung. Mitgeführte. Okay. Der Skiron stellt einen bedeutenden Fortschritt der OTAS in der Korvettenentwicklung dar. Ach Gott, ist er langsam. Okay. So ist das halt. Stationseinstellungen verändern. Erweiterter Satellit. Das war jetzt welche Station? Dann fliegst du jetzt zur 98. Andockerlaubnis erteilt. Okay. Kommando akzeptiert. Ah, da kommt schon wieder in meine Richtung hier der Drecksack. Dann fliegen wir mal in die Richtung. Ja, da lässt er wenigstens meine Satelliten in Ruhe. Eventuell.
Ja, den brauche ich nicht anzugreifen. Habe ich keine Chance. Viermal ein Gigajoule, da hat auch der Skiron keine Chance. Aber sollte jetzt nicht langsam mal mein Frachter und sie aus Geist sein? Hahaha, das war Timing. Eingehende Nachricht. Handel, Taifun. Raketenfabrik Taifun, gekauft. Oh, jetzt hab ich nur noch 48 Millionen. Junge, 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 Junge. So, meine Mission, welche ist denn? Split. Wo in? Baue. Achso. In Familien G. Gehe zur Position Familien G. Und zwar. Genau, du fliegst einfach mal hier oben hin. Kommando akzeptiert. Und ich muss jetzt warten, bis hier. Da kommt schon wieder meine Richtung hier, da Sack. 18 Kilometer, aber da kriegt mich nicht. Da kriegt mich nicht. Wie viel habe ich jetzt noch dabei? Drohnen. Bin ich doof? Gar keiner oder was? Erweiterter Satellit, Handfeuerwaffen. Kampfdrohne, da sind sie doch. Meine Güte. Okay, dann bleibe ich erstmal stehen, dass die Drohnen zu mir kommen können hier. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Eingehende Nachricht. So, jetzt fliege ich mal. Halt, falsche Richtung. Jetzt fliege ich mal weiter und guck, was es hier für eine Nachricht gibt. Stationseinstellungen. Okay, dann musst du jetzt zur 10. Zur 10, das sind noch welche. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Der Atmosphärentransporter ist auch da, aber ich muss erstmal hier die Drohnen noch weiter einsammeln, bevor ich die Station bauen kann. Okay. Ja, muss nur aufpassen, dass es nicht ganz leer wird. Okay, Silizium. Silizium-Minen werden auf kleine Asteroiden gebaut. Stationseinstellung verändern. 232. Also die Zahl hier unten sagt immer aus, was der Durchschnittspreis in der Nähe ist. Wenn ihr Preis wettbewerbsfähig, neuer Preis ausgewählt. Okay. Und Schilde habe ich jetzt auch ein paar. Wie gesagt, die werde ich dann in meinen Frachter tun und dann die anderen Schiffe damit versorgen. Ich habe hier eins, ja, die alle. Ja, wenn da hier eine Bereitschaft ist, dann kann ich, dann können die versorgen. Okay. Ich will da, wie gesagt, so wenig wie möglich selber im Sektor sein. Wegen der sogenannten Kollisionsabfrage. So, jetzt lassen wir auch schon wieder die Drohnen rankommen hier. Rakete im Anflug. Eingehende Nachricht. Rakete im Anflug. Da sollten sich ja eigentlich meine Drohnen drum kümmern. Wo ist denn hier? Konfiguration. Raketenverteidigung. Auto. Aha. So, jetzt
Macht mal ein bisschen hin, ja komm, ich will ja nicht ewig warten. Jetzt fliege ich mal hier oben hin. Schon wieder eine Rakete. Ja, genau. Der Goblin kümmert sich jetzt um die Donnerschlagrakete, die auf mich abgefeuert wurde. So, nicht zu nah kommen lassen, das Xenon. Denn der macht mich platt. Katz- und Maus-Spiel mit dem Xenon Kuh. Hier gibt es doch keine Sektorwache, die das Xenon Kuh mal killen kann. So, und jetzt müsste die letzte Drohne zu mir kommen. Geschlossen. Wo wollte ich jetzt hin? Sprungantrieb wird Tschüss, geladen. Xenon Kuh. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So. So, hohoho. Muss mal kurz nebenbei was anderes machen. Okay. Gut. Und hier sind wir wieder. Okay, dann kann ich jetzt erstmal stehen bleiben. Autopilot deaktiviert. Und erstmal gucken, was soll ich denn hier aufbauen? Die Geschützturmfabrik. Wir haben jetzt wie viel Geld? 48.000. Fracht. Bau mal die Geschützturmfabrik. Und zwar bei den... Oh, jetzt hätte ich bald die Eingabetaste gedrückt. Das wäre dann wieder schief gegangen. So nah am Tor wolltet ihr die haben. Na gut. Eure Entscheidung. Bofu Chemielabor. Du sollst in G's Hinterhalt. Okay. Atmosphärentransporter. Navigation, gehe zu Position. Du fliegst mal hier oben hin. Kommando akzeptiert. So, halt, Taste R, Satelliten alle abgeholt. Jetzt fliege ich zu den Schildfabriken. Kein Ziel. Docke an, Schildfabrik. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Station erhalten. Du, gut gemacht, sehr gute Arbeit. Ja, das möchte ich aber meinen. So, Händler. Also der hier oben, der... Braucht aber auch ewig heute, hä? Okay, so. G. Kommando akzeptiert. Autopilot aktiviert. Eingehende 1200 Energiezellen habe ich noch. Und jetzt soll ich bauen das Bofu Chemielabor. So, wo ist mein Skiron? Ach, da ist schon da. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Da kriegt er schon mal nur kleine Waffen, die jetzt nicht so teuer sind.
Später produziere ich die natürlich alle selber. Alle Waffen, alle Raketen. Aber jetzt will ich erstmal ein Komplex errichten. Mit einem Mod. Dazu muss ich mir aber erstmal noch ein paar Stationen kaufen. Bauen. Warte mal, war das jetzt richtig? Bofu Chemie Labor, genau. Fracht. Fünf. Und nochmal die 5 und die Eingabetaste. So. Also diese komischen Geräusche, die das immer macht, als ob die Station irgendwo dran stößt. Familie Zyrat. Navigation. Gehe zu Position. Familie Zyrat. Oh. Okay, dann fliegst du hier oben zum Nordtor. Oh, was ist denn da los? Da muss ich mich jetzt beeilen. Kommando akzeptiert. Okay, Familie Zyrat. So, dann hinfort mit dir. Hoffentlich, ich muss das mal beobachten, nicht, dass der jetzt hier... Kein Ziel. Gut, da kommt am richtigen Tor raus. Da kommt am richtigen Tor raus. Sonst hätten die den Skeletor nämlich die Xenon platt gemacht. Weil da hat auch der keine Chance. Kommando akzeptiert. So, Autofolge. Autopilot aktiv. Eingehende Nachricht. Na komm. Warum das manchmal so lange dauert, dass der hüpft? Oh, hier ist ein UFO. Seht ihr das? Da unten? Unbekanntes Objekt. Da ist es. Unbekanntes Objekt. Ein UFO. Sprungantrieb. Na nun, endlich. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Also ihr nicht, ihr könnt das genießen, wie ich hier in Bredouille gerate, eventuell. Ich muss mich beeilen. Erreiche System. Familie Zyrat. Fracht. Bauen. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Du dockst an Familien G? War das, glaube ich, an der Schiffswerft? Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. 25. Dann kannst du als nächstes an die 52. 52. So. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, was sagt das Geld? 67 Millionen. Ah, alles klar. So, dann... Hier ist völlig leer, der Sektor. Dann fliege ich jetzt Familie Zyrat. Ach ne, da bin ich doch. Da bin ich doch jetzt auch fertig. Dann habe ich jetzt alle Sektoren. Und jetzt erforsche ich einfach neue. Dann fliege ich nämlich jetzt zu Dreieinigkeit. Dreieinigkeit. Bringe in Sektor Dreieinigkeit. Und dann geht es nämlich noch unten weiter. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Und da können 30, wir dann 40, die nächsten Sektoren 60. erforschen.
Alles klar, so. Und natürlich auf dem Weg beim Erforschen der Sektoren gleichzeitig Missionen annehmen, weil ich hatte schon mal 80 Millionen. Aber jetzt habe ich wieder deutlich weniger. Hier ist voll. Da müssen wir hin. So, da kann ich nicht bis hin funken. Da auch nicht. Sie sprechen mit dem Auto. Was denn sind Sie? Schmugglerfahnder. Nee, ich bin kein Schmugglerfahnder. Alles klar. So, dann müsst jetzt. Also Familie Zyart, was da los ist. Gut, es ist natürlich so, dass in der Nähe von Familie Zyart, zwei Sektoren weiter, ein Xenon-Sektor ist. Mit meiner späteren Flotte. Oh, jetzt sogar ein Xenon-Q. Das Codex Xenon wurde erst kürzlich von Schiffen. Viermal ein Gigajoule-Schild. Oh, da bräuchte ich jetzt schon ein ordentliches Kampfschiff, um gegen die Jungs was zu machen. Na, mal schauen, ob meine Satelliten das überleben. Ja, siehst du, hier haben sie nämlich schon einen kaputt gemacht. So, mal zwischenspeichern. Und dann sind wir schon bald wieder rum für heute. Ah, mir fehlt noch ein Marco. Das ist ja doof. Wo ist denn der jetzt noch? Tüns Abgrund oder wo ist der? Den will ich mir vorher noch holen. Wo ist denn der jetzt abgeblieben, der Kollege? Da ist er. Halt. Du dockst mal am Sonnenkraftwerk an. Andockerlaubnis erteilt. Dass du auch genug. Kommando akzeptiert. Dass du auch genug Energiezellen hast zum hierher springen. Nachricht. Autopilot deaktiviert. Und jetzt sind wir in zweifelhafter Forderung. Das klingt wie ein Teladi-Sektor. System. Zweifelhafte Forderung. Genau, das sind die Teladi. So, gleich wieder Satelliten. Traumfabrik. Sie sprechen mit Geheimoperation. Warentausch. Okay, du hast das noch genug. Energiezellen transferiert. Gehe zur Position. Hier in die Mitte vom Sektor. Okay. Kommando akzeptiert. Und ich fliege zum Südtor nach voraussichtlich Turm der Finanzen. So, Nachricht. Energie. 25. So, wer hat jetzt noch Schilde? Wer hat Schilde? Wer hat Schilde? Die 80. An der 80. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Da unten ist das. Autopilot deaktiviert. Okay. Jetzt gucke ich noch ganz kurz nach den Missionen. Eingehende hier. Nachricht. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikator. Formulieren Sie. Lassen Sie das. Nein. Oh, jetzt hätte ich bald Sektorenkarten gekauft. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Wollen Sie von diesem Geschäft profitieren? Das haben wir schon. Was kommt denn hier unten? Piraten? Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut.